Frau Anger. Es folgt Herr Pott für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, vieles wurde schon gesagt. Ich möchte vor allem mich auch auf das Thema Kinderschutz fokussieren in meiner Rede, denn das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Deshalb diskutieren wir unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir den Schutz besser sicherstellen können. Und ein Beispiel findet sich dort auch im Kontext der Medizin. Bereits im Januar hat die Koalition einen Antrag eingebracht, bei dem ein Instrument etabliert werden soll, um möglichen Missbrauch frühzeitig aufzudecken und Hilfsstrukturen einzuschalten zu können. Der interkollegiale Ärzteaustausch ist da eine gute Möglichkeit und die Umsetzung, die gesetzliche Umsetzung des Beschlusses. Was hat es damit genau auf sich? Mit dem interkollegialen Ärzteaustausch wird es behandelnden Ärztinnen und Ärzten ermöglicht, sich untereinander auszutauschen, sollte der Verdacht eines Kindesmissbrauchs oder einer Kindeswohlgefährdung aufkommen. Bei diesem Austausch wird keine Verletzung der Schweigepflicht vorliegen und damit kann Missbrauch früher erkannt und entsprechend gegengesteuert werden. Kinder und Jugendliche können dadurch besser geschützt werden und genau das ist es, was hier im Mittelpunkt stehen muss, denn jeder aufgedeckte Fall ist wichtig. Auch in anderen Bundesländern ist der interkollegiale Ärzteaustausch bereits eingeführt, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, unter anderem auch auf Mitinitiative der Freien Demokraten vor Ort und die Erfahrungen dort sind durchaus auch positiv. Ich möchte auch kurz einen Satz zur Servicestelle sagen, weil das aufkam. Auch wir haben uns in den Haushaltsverhandlungen intern dagegen ausgesprochen, diese Änderung vorzunehmen, diese Neuausschreibung, sondern hätten es auch so belassen, wie es ist. Damit konnten wir uns leider nicht durchsetzen. So ist das auch im politischen Kontext und so ist das auch im Rahmen von Koalitionen. Nichtsdestotrotz müssen wir das jetzt weiter verfolgen, wie es damit weitergeht. Denn am Ende sollte auch dort der Kinder- und Jugendschutz an erster Stelle stehen und möglichst keine persönlichen Differenzen oder Antipathien. Wir Freie Demokraten begrüßen also jetzt erstmal diese Regelung und die Realisierung im Gesetzentwurf der Landesregierung ausdrücklich. Jeder Fall von Kindeswohlgefährdung ist einer zu viel. Der interkollegiale Ärzteaustausch stellt eine Möglichkeit dar, um mit vergleichsweise einfachen Mitteln eine Kindeswohlgefährdung entgegenzuwirken und diese frühzeitig zu erkennen. Damit kann schneller gehandelt werden und gegengesteuert werden. Ich bin optimistisch, dass wir den Gesetzentwurf zügig im Ausschuss beraten können und wir stimmen der Überweisung dann zu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Pott.